Hey Freunde, willkommen zu den Better Not Games. Mich nennt man Flu und wir sind hier zur nächsten Episode von Minecraft Mine Faction. Heute zusammen mit der Toni. Hallöchen. Na? Lass mal raufgehen auf den Server. Ja, ich bin schon am Joinen. Ja, ich jetzt auch. So. Und wir haben heute eine wichtige Rettungsmission. Genau. Und zwar, das habe ich in meiner letzten Folge schon angesprochen, unsere zwei anderen Mitglieder, also Flu und Blocky in diesem Fall, haben angedroht, Mittens zu töten. Für ihre, ja, Zauberdinger. Ja. Weil die das irgendwie brauchen. Das Witzige ist, die streamen jetzt aus der Sicht, wenn wir das aufnehmen, heute. Hm. Das heißt, wenn wir jetzt die Katze verstecken und die das im Stream machen wollen, dann haben die einfach Pech gehabt. Genau, richtig. Und deswegen, wo bist du denn eigentlich? Ich bin im Lager. Ah, okay, na dann komm mal zu mir. Ich war jetzt eine ganze Episode irgendwie hier unterwegs und habe eigentlich auch noch Seiten für Mistcraft und sonstiges gesucht, aber nichts gefunden. Aber ein Miniaturherz. Ach, das ist ja cool. Immerhin etwas. Oh, hier ist ja ganz schön groß geworden, ne? Ja, genau. Das habe ich jetzt vorhin gebaut in meiner letzten Folge. Und sollen wir den Geheimgang bei dir irgendwo durch die Wand machen oder sollen wir den bei mir machen? Ich denke, wir machen den eigentlich bei dir, oder? Meinst Weil du, da kommen sie noch weniger drauf dann. Nimm mal die Katze mit, dann machen wir das mal hier neben. Und dann gehen wir doch einfach mal. Ach, mitten. Hier, durch die Wand vielleicht? Ach, da hinten, okay. Und dann machen wir uns da. Dein muss ich auch noch haben. Dann kann ich da dann wieder zumachen. So, und wir suchen uns jetzt hier irgendwo ein lauschiges Plätzchen in der Wand. Mhm. Wir machen dann einen kleinen Raum und da ist das dann das Katzenheim. Genau. Das vorübergehende Katzenheim. Oh, dann kannst du schon mal ausbauen, das heißt, dann gucke ich mal. Genau, ein bisschen. Katze, bleib mal da. Hier so. Dann versuche ich mal, ob ich irgendwo an Silktouch rankomme, damit wir der auch ein bisschen Gras dahin packen können. Oh ja, das wäre richtig schön. Ich habe auch schon ein bisschen Sand dabei, das heißt Katzenklo confirmed. Ah, perfekt. Das ist ja, also mittens, du hast es hier echt gut, ne, wenn es mal fertig ist. Meine arme Katze, die ist auch noch so selten. Ja eben, und das kann ja nicht sein, dass die jetzt einfach mittens töten wollen. Also das kann man nicht zulassen. Und deswegen... Es ist skandalös, möchte ich meinen. Genau, das ist ja... Oh, hier ist eine Höhle. Silktouch. Einfach mal dicht. Gut, dann klaue ich einfach mal Bloggy ein bisschen was von seinem Gras und ersetze es einfach durch Erde. Mhm. Ja, das, wir können das wächst hier ja dann auch ein bisschen Erde reinmachen, so verschieden. Ja, weißt du, ich ersetze ihm das Gras dann quasi durch Erde, das wächst ja dann wieder drüber und dann haben wir das reelle Gras. Ach so, stimmt. Das wächst ja dann eh alles zu, ne? Mhm. Genau. Das heißt, Blocky hat davon gar keinen Nachteil, wenn ich das hier mache. Okay, bringst du Sand auch gleich mit? Sand würde ich auch mitbringen. Was brauchen wir noch? Vielleicht ein bisschen Wasser? Eine Trinkschale, ja, genau. So ein bisschen genau. Water. Damit du immer schön trinken kann, also damittens. Wir haben gar keinen Eimer mehr. Ich muss erst einen neuen machen. Mann, so viel Aufwand für eine Katze. Was? Das ist doch wohl den Aufwand wert. Natürlich. Ich war ein bisschen gehypt, als ich mittens damals bekommen habe. Mhm. Tatsächlich, weil die nur ganz, ganz selten vorkommen. Genau. Und dann hatte ich genau einen Fisch. Und den einen Fisch hat er genommen und hat gesagt, okay, passt, nehme ich. Oh. Ich bleib da. Oh, das ist eine richtig schöne Geschichte. Also wirklich so, na mittens, ne? Ihr zwei. War quasi, weißt du, das war Zuneigung auf den ersten Blick. Ja, aber wirklich. Ach, das ist schön. Das ist richtig schön. Und das können die zwei jetzt nicht einfach kaputt machen. Nee, nee. Das kann doch nicht sein, sowas. Genau, das Problem ist nur, wenn die Folge dann rauskommt, dann sehen sie das ja auch, ne? Ja, aber weißt du, dann haben wir zumindest etwas Zeit gewonnen. Ich meine, wie früh kommt sie dann bei dir? Am Freitag. Mal überlegen, heute ist... Heute ist Mittwoch. Dann kommt die bei mir auch am Freitag. Okay. Das heißt, am Freitag wissen sie Bescheid. Das heißt, wir müssen uns nochmal irgendwie was überlegen. Ja, es ist nur ein von kurzfristiger Dauer, seine Überlebenschancen. Ja, das stimmt. Oder vielleicht überzeugen wir sie doch noch irgendwie. Oder drohen damit, dass wir aus dem Projekt gehen oder so. Okay. Jetzt kommen hier aber schon ein bisschen harte Seiten, ne? Findest du? Also ich finde das völlig gerechtfertigt. Ja gut, ne?
So. Ach, guck mal, wie schön es hier wird. Und hier hinten müsste jetzt eine Höhle sein. Nee, doch nicht. So, warte mal, denn hole ich mal eben hier eine Crafting Bench ran. Ich habe nämlich noch so eine kleine Idee, wenn ich ein bisschen Holz hole. Mhm. Weil mittens soll es natürlich auch an nichts fehlen. Das ist ja überhaupt nicht. So, machen wir noch die Decke schön. Ich verlaufe mich immer in unserem Lager. Ich weiß nie, welche Kisten wo sind. Ja, ich habe da auch noch Schwierigkeiten damit. So, jetzt diese normalen Sachen gehen jetzt langsam. Also so Holz und Holz und so ein bisschen Grünzeug oder so geht, aber der Rest ist... Ich sehe schon, du dekorierst das hier ungefähr so wie deinen anderen Raum auch. Ja, halt Holz. Es ist sehr holzig. Ja, wir könnten halt auch noch chiseln und sowas, ne? Hier, ja, das ist dann so, weißt du, Katze... Genau, kannst du drauf rumspringen, ne? Finde ich gut. Genau, dann machen wir dann noch Wässer. Ich habe hier noch so einen Block hier. Da kann sie auch drauf hüpfen. Und ich hätte noch aufs Katzenklo. Glas. Ja, natürlich. Kann sie direkt so hüpf. Und dann von oben runter. Ach, das ist doch schön. Guck mal, wie schön das ist. Ja, ist ein bisschen wie im Tierheim, finde ich. Wenn die Katzen noch irgendwie wir brauchen noch irgendwie wie Wolle oder sowas. Wolle? Zum Reinkuscheln? Ja, weißt du? Die Katze. Ja, stimmt. Das ist aber auch süß, ne? Okay. Haben wir den Wolle? Ich guck mal, wie das aussieht, wenn wir hier noch ein bisschen Slabs chiseln. Okay, wir haben sogar relativ viel Wolle. Okay, es geht gar nicht. Das ist schade. Aber hier oben könnte man noch eine Plattform machen, so. Ed? Welchen Mod suche ich gerade? Gute Frage. Nächste Frage. Was heißt denn, mir fehlt das englische Wort, was heißt denn Säge auf Englisch? Jetzt hast du mich ertappt. Normalerweise weiß man so, was aber gerade ist schwierig. Weil dann könnte man noch Blöcke zersägen, so zur Hälfte, dann könnte man ein besseres Katzenbett machen. Das wäre natürlich auch cool. Da, eine Saw. So einfach ist das. Ah. Und das hast du jetzt selbst rausgefunden? Ich habe gesucht. Ich habe gesucht quasi in der Liste, bis ich es gefunden habe. Okay. Kostet auch fast nichts. Okay. Da habe ich noch nie mitgearbeitet hier im Projekt. Jetzt bin ich gespannt, was das wird. Mhm. Leute, dank der Katze finden wir komplett neue Dinge raus. Ja, es ist richtig cool. Mittens bereichert unser Leben einfach. Ja, also ohne Mittens würde ich mich auch einfach im Projekt nicht mehr so arg wohl fühlen. Das stimmt. Deshalb setzen wir jetzt einfach alles daran, ihn zu retten. Was ist das? So. Aber ich glaube, das ist jetzt dann doch schon sehr süß. Wenn dann noch das Katzenbett dazu kommt, dann doch. Das ist schon... Kann man machen. Auf jeden Fall ist es... Doch, es ist echt süß. Ja. Ich habe das genauso gecraftet, wie das hier abgebildet ist, aber der will das nicht machen. Da braucht er Steinsticks tatsächlich. Ist das so kompliziert? Ich glaube schon. Okay. Was ist ein Aufwand? Ich guck gerade mal, ob wir vielleicht hier noch ein bisschen was chiseln können, das dann cool aussieht. Könnte natürlich hier so Bricks oder sowas noch reinsetzen. Das sieht ja lustig aus hier. Kann man sagen, hier ist so ein Kratzstein oder sowas. Kann sie ihre Krallen schärfen oder er kann seine Krallen schärfen. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht, was ich jetzt hier gemacht habe. Ob das ein gutes Katzenbett sein wird. Mhm. Ich meine, es hat mich nur 5 Minuten gekostet. Okay. Ach, guck mal an. Vielleicht hier unten drunter, oder? Ja, der kann ja eh weg. Ja, genau. Hier so, zack, dachte ich. Kann ich mal mitnehmen? So. Ach nee, warum baue ich mit der Schaufel ab? Bitte? Oh, das ist voll Liebe. Einfach richtig, richtig süß. So, mit ins Kümmerein. Kannst du rausschauen? Genau. Ja, kommst du direkt rein. Guck mal, der gefällt dir. Setz dich mal auf dein Bettchen. Ach, schön. Ach, schön. Ja, doch, das sieht schon ziemlich gut hier das drin aus. Das ist richtig toll. Auch mittens. Zu mittens. Jetzt bauen wir dich ein. So, Kleiner. Vielleicht sieht man sich. Genau, tschüssi. Ne, bis demnächst.
Guck mal, ich habe 8 Stones noch. Dann okay, kann ich. Ja, dann kannst du hier so eine Viererbreite. Okay, also von selbst werden sie da nicht drauf kommen, denke ich mal. Ohne weiteres ist mittens, glaube ich, erstmal gerettet. Genau. Zumindest für einen Stream. Oh, die werden sich so ärgern, wenn sie den nicht finden, ne? Ja. Also falls es jetzt dieses Vorhaben im Stream, aber ich glaube schon, weil sie mir eben die ganze Zeit geschrieben haben, bereite dich schon mal auf mittens Tod vor, lauter so Zeug. Und ich habe da jetzt auch Schilder eben an meine Tür gehängt, so Zutritt für Blocky verboten und für Flo verboten. Aber, für mich verboten? Für Flo. Ah, siehst du? Und deswegen, ja, aber die gehen da wahrscheinlich trotzdem rein. Würde ich mal so drauf tippen, dass das eher wahrscheinlich ist, genau, so wie man sie kennt. Ist das passiert? So, hier habe ich gesehen, sind noch ganz viele von den Essenzbären. Die kann man, oh, guck mal, wir haben über einen Stack von den Essenzbären. Ich kann sie wieder alle verbrauchen, dann heult Flo bitte. Ich habe auch noch welche im Inventar, noch 10 Stück. Nee, ich habe sie jetzt alle brav weggelegt. Okay. Ich muss mal kurz 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2. Da ist die Mitte. Stelle ich die mal dahin. Der kommt weg. Buchen wir keinen Amboss mehr? Nee, wir haben keinen Amboss mehr. Den hat irgendjemand kaputt gemacht und nicht ergänzt, was? Oder? Was? Das ist ja also, sowas. Ja, wer macht denn sowas hier? Das ist ja krass. Ich bin jetzt auch ein bisschen schockiert, ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen eigentlich. Das ist schon... Was muss in so einem kranken Hirn vor sich gehen? Ja, warum... Oh, wir haben... Hast du die Banner hingebracht? Ja. Ist ja cool. Hab ich gefunden. Das ist ja cool. Okay, das ist jetzt unser offizielles Banner, also. Ja, wir sind in Stadtrot. Okay, Stadtrot mit goldener Schrift. Finde ich gut. Ja, das, weißt du, das soll quasi symbolisieren, dass wir goldiger sind wie Stadtrot. Ach so. Aber da ja. Ist eigentlich, das ist schon richtig. Ja, gelogen finde ich das jetzt nicht, ne? Nö. Das ist schon die Wahrheit. Aber wir haben jetzt echt mega viele von den Bären. Wir haben jetzt gleich 2 Stacks voll. Also da kannst du eigentlich schon welche verbrauchen, nur das ist jetzt kein... Ja, ich sag mal, ich habe jetzt meine Level gerade wieder für was anderes verbraucht, aber ich habe jetzt so viele verbraucht. Es muss jetzt gerade nicht sein und... Nur okay. Wenn ich ernsthaft was vorhab, dann würde ich das tun. Okay. Sonst nicht. So, mal gucken, wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind bei 13 Minuten, 2 Minuten haben wir noch. Okay, dann lege ich den Hammer erstmal zurück. Holz brauche ich dann noch. Ein bisschen Erde. Haben wir noch? Was hast du denn jetzt letzte Folge gemacht, so? Ich war in der vorletzten Episode nochmal bei Stadtgelb und habe quasi alles nochmal mitgenommen, was ich gefunden habe und was ich nicht mehr gebraucht habe, weil ich verbrannt. Mhm. Damit ich das Biom möglichst bald dann freigeben kann für alle. Genau. Weil da haben schon einige mit den Hufen geschart und haben gesagt, wir brauchen Zeug aus der Wüste. Okay. Und das möchte ich denen eigentlich nicht vorenthalten. Mhm. Ja, ist ja auch gut so. Also zum Beispiel Sand oder so gibt es da halt einfach am leichtesten zu farmen. Ja, ich glaube, die brauchen, statt Rot braucht irgendwelche Pflanzen aus der Wüste, die ich auch brauche. Mhm. Aber das wäre jetzt ja unfair, dass die alle mir gehören quasi. Ja, klar. Warum haben wir, ach so, hä, was ist das denn? Für... Du bist ja auch die Lava die ganze Zeit. Ja, das höre ich auch, aber was ist denn das hier an der Treppe? Oh, das war ich irgendwie gerade. Was ist das? Oh, ich glaube, du hast es eingesammelt. Ach, das war so ein ich habe da aus Versehen so einen Block reingesetzt. Ach so, okay. Kann man da wohl einen draufsetzen, einfach so? Das ist ja. Ja, interessant. Ja, ja. Okay. Aber gerade mit denen wollte ich auch noch so ein bisschen arbeiten und dann so vielleicht so Ecken machen. Mhm. So ein bisschen hier und dort. Ja, doch, ich bin schon gespannt. Weil jetzt hier ich übrigens. Die noch richtig zur Deko-Queen. Ja, das finde ich aber gut, weil sonst bin da ich nur zuständig und das ist ja auch doof dann. Deswegen gerne viel einbringen. Auch mit Deko. Also überall Blumen aufstellen und Pflanzen und rosa Kissen hinlegen auf die Couch. Rosa? Und so. Naja, klar. Also. Ja, ich glaube, dann bin ich jetzt raus. Okay. So komplett? Ja, ich glaube, ich höre jetzt auf mit YouTube. Ach so. Rosa Kissen gehen gar nicht. Nee, also ich habe da eine Phobie gegen. Ach so, okay. Keine Allergie, sondern nur eine Phobie. Das geht ja noch dann. Nee, ich krieg da auch Schweißausbrüche. Mhm.
Und ja, es ist manchmal ein bisschen unangenehm, riecht ein bisschen, aber okay. Gut, was willst du tun, ne? Das tut mir ein bisschen leid, aber irgendwie auch nicht. So, ich glaube, unsere Zeit ist jetzt rum. Wir müssen runter. Ja, ich setze noch Fackeln. Fackeln. Nicht mal lang fackeln, sondern Fackeln setzen. Richtig. So, genau. Und wir hoffen sehr, dass die Katze den Stream jetzt überlebt. Doch, ich glaube schon. Doch. Ich glaube auch. Ja. Wenn wir nicht schwach werden und was verraten oder Tipps geben, dann. Ich gebe mit Sicherheit keine Tipps. Nein. Nein. Ist ja auch meine Katze. Eben. Also auch wenn ich sie dir offiziell gibst, übermacht habe. Ja, nee, das ist irgendwie unsere gemeinsame Katze, würde ich sagen. Der gute alte Mittens halt. Genau, ne? Der Mittens. Aber gut, Freunde, ich hatte gesagt, wir kommen zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschüssi.